Du erhältst Angriffskraft Level 1 von Lu. Jetzt brauche ich sie nicht mehr, weißt du? Egal, guck mal, was es Wildes hier gibt. Eine Zubathöhle. Oh, ein Dedenne. Dedenne. Das da. Diese Raichu-Maus. Und das ist für mich... Oh, hallo, Level 1 Angriff Plus. Wow, was war das denn bitte? Ist mir jetzt alles geschickt oder was? KP Heilkraft. Ah, das Wang rubbelt mich. Das wäre eine Mega-Entwicklung von Pichu. Na. Huch. Hallo Initiative Kraft 1. Wie das so alles nach und nach kommt. Mein Dedenne ist schon stark an Raichu orientiert, ne? Muss ich mal sagen. Shellock erreicht Level 31. Was steht denn bei Dedenne im Pokédex? Mit seinem Schwanz zapft es Kraftwerke sowie Steckdosen in Häusern an, um Strom zu tanken, den es über seine, Schnurrhaare wieder entlädt. Elektrofee ist das. Ah, okay. Eine Elektrofee. Eine Elektro-Steckdosenfee. Pokémon schlüpfen aus Eiern. Wie sie diese machen, ist eine andere Sache. So. Gehen wir jetzt mal hier außen rum. Dann oben war ja auch noch ein Weg. Düdün. Was? Was? Altertümliche Steine. Wie kriege ich die auf? Lu, hast du die schon aufgekriegt? Okay. Bestimmt das Team Flair geheim versteckt. Warum? Weiß nicht. Der Prof. Der Briefprof. Oh! Giotesto. Hallo Giotesto. Was geht? Das dünne. Geowurf, aua! Aua! Oh Gott! Ja, ich weiß. Zauberblatt hier noch unmenschlich viel ab. Das ist ein Karate-Taekwondo-Pokémon, richtig. Aua! Tschüss, Kiel, ja, war schön mit dir. So weh. Pokéball, los! Piss. Lu ist so leise, weil das Mikro nicht vor Lu hängt.
Was ist ein Arc-Tipp? Fragt Yoshi. Was hast du gerade gesagt? Was hast du denn gerade gesagt? Ich hab nichts mit Arc-Tipp gesagt. Ja, aber was hast du denn gesagt? Sie hat ihren Schutz gesucht. Ne? Da, 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 da. Ein Bodycheck, den möchte ich nicht. Der tut mir nur weh. Den möchte ich nicht. Der tut nur weh. Jutatsu. Trifft es jemanden, der größer ist als es selbst, will es ihn unbedingt werfen. Wird es stärker, wechselt es den Gürtel. Okay. Du bist eine Kampftussi wahrscheinlich. Moment mal. Ich kann mir das so nicht geben. Moment. Ein Moment. Ich muss mal eben was machen. Wo nimmt er den Gürtel her? Ja, ich habe keine Ahnung. So. Du suchst Schutz von Nefi, ja. Von mir will jeder geschützt werden. So. Da, da, da. Ach, nein, stopp. So. Hörst du mal auf, mir hier rein zu husten? In meinen Arm? Ich habe hier den Windzug drin gehabt. In meinem Ärmel. So. Es war kalt. Ja. Ich fand das nicht nett. Kämpferinnen wie ich ziehen ihre Energie einzig und allein aus den Gürteln und ihre Hüften. Aus den Hüften? Das ist Bescheid. Linfu ist cool. Linfu dead. Wow, die hat ja viele Pokémon gehabt. Wenn der Gürtel richtig sitzt, schnürt er mir die Hüften zusammen und verleiht mir so mehr Kraft. Okay. Aua? Okay. Frau, mach du mal. Ach, Doppelkämpfe. Ich seh's schon kommen. Ein Klingplim. Ja, so ein bisschen. Was ist das? Ist das eine Fee? Die Aufruhrattacke sieht ja gut aus bei dem Vieh. Töte es mal nicht. Ich will's haben. Es ist im Aufruhr. Oh nein. Da fahren wir einen Superball gegen den Kopf, dann beruhigt es sich wieder. Klingpimpel gefahren. So. Klingplim. In seinem Maul befindet sich eine Kugel, die beim Hopsen ein klingelndes Geräusch erzeugt. Psycho ist das nur? Okay. Nein, 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 nein. Kein Spitznamen. Kein Spitznamen. Bitte. So viele Pokémon jetzt in der... Ja, ich wollte das Item haben. In der Box. Übertragen.
Ich habe einen Hypertrank gefunden. Was ist hier? Das ist ein bisschen auffällig hier im Moment. Ach, ein Luftkampf, Himmelskampfgebimse. Ja, möchte ich machen. Dank dieser Aufmachung mit besonders geringem Luftwiderstand gibt es für mich kein Halten mehr. Okay. Himmelsträne Alia. Emolga. Oh nein. Ich hasse Emolga. Emolga ist... Bah. Vor allem ich mit meinem Flug-Pokémon, weißt du? Emolga. Danke. Ist schon mies. Weißt du? Schwarz vor Augen. Ich habe ein Pokémon verloren. Alter. Ja, Emolga ist knuffig. Emolga ist ein scheiß Gegner. Mann. Das ist so ein mieser Gegner. Vor allem in diesen Luftkämpfen, wenn du nur mit Flug-Pokémon antreten kannst. Du musst mit Aerodactyl oder so dran. Obwohl Aerodactyl, ich weiß nicht, ist Aerodactyl Gestein noch dabei? Danke an Adri BVB fürs Folgen auf Twitch. Ja, müsste richtig gewesen sein. Wo ist denn mein Schutz? Ich hatte Schutz. Superschutz. Als Mitglied Hammer, klar. Als Gegner ist der halt ein Emolga mies. Genau wie ein Simvolara. Ist als Gegner total mies. Ich mag die nicht. Ich mag auch die Weiterentwicklung von... Wie hieß das Vieh, was mich so genervt hat in Weiß? Das so langgezogen wird später? Molga. Nein. Ich kann mich nur noch an den Molga erinnern. Dieses Rattenvieh. Was? Nee, dieses Biberzahnvieh. Ach, Dingsi. Wie hieß es? Ich hab den Namen verdrängt. Nee, nicht Zato. Wie hieß denn das? Ich weiß, wie es. Nee. Nagelotz. 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 Wie entwickelt sich? Ich wollte noch mal fragen, warum ich mein Terrarium eigentlich zurückbekommen habe. Hatte letzte Zeit weniger Zeit, da konnte ich noch nicht fragen. Wie zurückbekommen? Keine Ahnung. Kukmada. Ist Kukmada die Weiterentwicklung von Nagelotz? Ja, ich glaube schon. Das Vieh hat mich so abgefuckt. Weiß ich nicht mit Terraria. Ich hatte dir eins zum Verlosen gegeben. Du hast ihn wiederbekommen? Wurde er nicht eingelöst? Das kann natürlich sein. Keine Ahnung, ich hatte ihn eigentlich weitergegeben. Was hat das Gerät gekostet, dass du den 3DS streamen kannst? Viel Geld. 300 Euro, über 300 Euro waren es bestimmt. Also günstig ist das Ding nicht. Also ich hatte ihn weitergegeben. Wenn er nicht angenommen wurde, dann geht er wahrscheinlich automatisch zurück oder so. Oder ich hab's falsch weitergegeben. Kann auch sein. Ich habe aber auch für den 3DS XL. Ich weiß nicht, wie viel das für den kleinen kostet. Ich glaube, für den kleinen 3DS war es günstiger. Aber auch nicht viel. Viel günstiger war es nicht. Welche Internetseite kann man das kaufen? Also ich kenne es nur von Katsukitty. Müsst ihr aber euren 3DS nach Japan schicken. Das ist der nächste Punkt. Oder direkt da einkaufen. Dann kostet ihr natürlich den normalen 3DS-Preis plus Grabber-Preis. Da seid ihr bei 500 Euro dabei.
Von daher ist das nicht ganz günstig alles. Ja, 91 Zuschauer. Was zum Fuck? Hallo, hallo, danke. Das heißt Capture Card. Ja, es heißt Capture Card. Naja, auf dem PC siehst du es trotzdem so groß. Ja, ich kann das aber ja auch, ich kann das ja auch so machen. bringt euch nur gerade nichts. Wisst ihr? Ich kann auch nur den großen machen. Oder so. Oder so. Ist das ein Trainer? Ne, ist kein Trainer. Knacken wir heute die 100? Komm, schaffen wir, oder? Jetzt sind wir bei 87. Zack, sind sie alle abgehauen. Oh, ein Hariyama. Die gehen wieder, ja. Die gehen alle leider wieder. Boah, Hariyama hat so eine üble Verteidigung. Mein Shigi, das ist das Spezialtraining. Ich kann da auch jedes andere Pokémon hin tun. Mein Shilock ist das, ja. Sie kommen zurück. Jetzt sind es wieder 97. Twitch so. 91. Ja, aber freut mich, dass das so viele sind. Den Pflanzenstarter. Ja, bis auf die Optik finde ich den ganz cool. Ich habe halt Angst vor der dritten Entwicklung. Spezialtraining kann man die Werte noch erhöhen von den Pokémon. Ich kann zum Beispiel jetzt Pikachu so lange trainieren, bis ich seine Verteidigung so weit gemaxt habe, dass es nicht mehr weitergeht. Dann hast du so einen Uber-Pikachu. Was für Überwurf? Nein. Die Entwicklung sieht geil aus. Es liebt das Kräftemessen mit großen Pokémon. Mit seinem Armwurf kann es LKW durch die Luft werfen. Okay. Hariyama haben wir damit auch mal in der Tasche. So, was ist das hier für eine Höhle? Spiegelhöhle. Rollschuh und Fahrrad hier. Ne, verboten. Ach. Oh. Ein Rokara. Jetzt hört auf die Zuschauerzahlen zu achten, mein Gott. Kann man XY auch auf dem DS spielen? Nein. Oh. Kann man nicht mal so nachkommen, damit er einen Rekord bekommt. Lock. Ich wünsche, man könnte das irgendwie auf der Wii U spielen. Na, mal gucken. Vielleicht macht Nintendo ja mal ein ordentliches Pokémon-Spiel für die Wii U. Solange es kein Pokémon Stadium ist, oder... Weil Stadium haben wir jetzt hier im 3DS mit drin. Das ist, 101. Cool. Hallo. Ja, das ist dann der Rekord. Ich meine, 90 und 80 war schon Rekord. Nee, es gibt keinen 3DS-Emulator. Der Backpacker Hitch. Gyarados. Gyarados ist ja auch so ein Vieh, ne? Das ist ja knuffig. Tschüss, Nairan. Ist doch alles fake, mehrere Tabs aufmachen und so. Dann weiß ich gar nicht, ob Twitch das so erkennt, weil du bist ja trotzdem als ein User eingeloggt.
Ein Wenn soll mir egal sein. Huch, ist mein Chat weggemacht. So. Pokémon Snap war doch geil. Naja, halt ein nettes Spiel für zwischendurch. Wir haben das innerhalb von 3 Stunden durchgespielt bis Mew. Wir hatten nicht jedes Pokémon fotografiert, aber ich verliere gerade verdammt viele Pokémon, weil ich nicht auf die Kämpfe achte. Weil ich auf den Chat gerade, weil ich den Chat gerade versucht zu verfolgen. Bis wann geht der Livestream? Solange ich Bock habe. Man braucht Scham nicht für Felinara. Man muss Evoli nur ganz doll knuddeln. Oder nicht? Wir brauchen eine Fee-Attacke. Achso. Doch, ich meine schon. Bis 12 Uhr, genau. Brauch auch Vieh-Attacke. Ja, okay. Ist das ein Bodenvieh, Giradax? Ist ja schlimm. Ist Giradax ein Bodenvieh oder so? Ist ja voll ätzend. So. Das ist mal ein Nachteil, wenn man nicht weiß, was für Elemente oder Typen die Pokémon haben. Jetzt muss ich zurück zum Pokémon Center. Hui. Man kriegt doch bestimmt auch irgendeine Feenattacke als TM. Von daher. Hui, Pokémon Center. Da. Und ich will sie dafür haben. Kennst du schon die Mega-Evos? Ja, gesehen habe ich sie schon mal. Danke, Imagine Crow. Da. Auf Twitch abonnieren geht aber nicht. Noch nicht. Schön wär's. Achso, ich wollte da oben lang, genau. Jetzt bin ich wieder. Ach, da oben ist der Weg. Jetzt geh ich da rein. Chat lesen und dabei laufen ist immer schlecht. Und dabei habe ich hier 3 Screens, wo ich drauf gucken könnte, um Pokémon zu spielen. Da. Huch. Du willst mich so gern subben. Ja, ich mich auch. Da. Ich will mich natürlich nicht selbst haben, das wäre Banane. Das geht auch, glaube ich, gar nicht. Ein Pikachu-Verschleiß? Nee. Ein Verschleiß? Ein Pikachu-Verschleiß? Ja, das ist ein verschleißtes Pikachu. Deswegen ist das auch so klein.
kannst Nightbot zappen lassen. Na gut. Nee, das ist ein Dedene. Das ist ein Feen-Elektro-Pokémon. Das hat an sich nichts mit Pikachu oder Raichu zu tun, außer der Optik. Ich weiß nicht, was Nintendo sich da gedacht hat. Oh, ich hasse Wangenrubbler, ne? Bah, die Attacke ist so eklig. Ach, Moment, Unlicht war gegen Fee scheiße, ne? Moment mal. Ja, vergangen. Verdammt. Oh, ging aber vom Schaden her. Okay. Ich dachte mal gut, aber es war scheiße. Das hat einen Zahn. Ja, das ist voll knusprig. Es gibt ja nicht mittlerweile, nicht nur sogar zwei Elektromäuse, es gibt vier. Fünf. Minun, Plusel, Pichu. Dedene? Pichu ist aber ein Eichhörnchen. Was? Ja, Pichu wird zu Pikachu. Pichu ist das Baby-Pokémon von Pikachu. Was ist denn dieses Eichhörnchen? Wie ist das nochmal? Ach, Pari. Ja. Okay. Parichisu, Pachirisu. Weißt du, es ist ja Nassschweif. Was ist Nassschweif? Anwenderartikel mit dem Schweif, als ob dieser eine brutale Welle in einem tosen Sturm sei. Ich weiß ja nicht. Ist Nassschweif gut? Obwohl, ist besser als Aquawelle, oder? 90. Das ist schon. Aber es ist halt physisch. Habe ich Blubber, habe ich noch eine Spezial, ne? Ja, dann. Nein! Jetzt habe ich Blubber verlernt. Egal. Ich habe einen falschen Knopf gedrückt. Ich wollte eigentlich Aquak-Dings verlernen. Ich meine, physisch ist für Shinlock sogar besser. Ich weiß es nicht. Ich habe seine Werte nicht im Kopf. So. If you did well, ja. Yeah. I did very well. Shit. Ein Monozyto möchte ich aber jetzt nicht fangen. Ich bin paralysiert. Ist alles Kacke. Pam pam. Gegen Spezialattacken, ja, Vogel. What? What? Ach, fuck. Ich hab's Schillock nehmen sollen. Ich hält. Ich hab's vertauscht. Ich vertausche die Schwächen immer. Jeder Y sich. Das stimmt doch gar nicht. Voll viele haben sich X gekauft. Und ich habe Y nur gekauft, weil ich das rote 4 auf dem Cover cooler finde. Donnerblitz. Oh ja, bitte. Gesundheit. 90, 100. Ja, dann muss Donnerschlag weg. Tut mir leid. Ist das Spiel eigentlich schon draußen? Ja. Seit gestern.